Harry sagt Hallo und guten Abend, es geht zum Essen. Nein, wir sind jetzt vom Essen gerade aufgestanden. Und zwar geht es jetzt zum Bingo-Spielen. Avenida Tirajana, wir sind hier beim Barbados, haben im Oltre gegessen, war wieder sehr gut. Könnt ihr sehen bei Conny Canarias. Und jetzt geht es hier am Iguazu vorbei, die Avenida Tirajana. Und hier direkt nach oben. Ich nehme euch ein bisschen mit, denn die paar Meter können wir auch laufen. Wir sind hier im Zentrum von Playa de Inés, für die, die es nicht wissen. Rechts geht es hier zum Rias Bajas, zum Jumbo Center. Und da oben, zwei Kreisel weiter, eins, zwei, da ist dann das Mercurio, das Bürogebäude. Und da unten drin ist das Bingo. Und nach so einem guten Essen kann man auf jeden Fall auch ein bisschen laufen. Und ich zeige euch ja mal ein bisschen, was die Lokale hier, das irische Lokal hier, das hat schon länger zu. Gegenüber sind Skandinavier, Shorts and Friends, Bar Bottle Shop. Die haben aber auch Außentische. Hier ist die Bushaltestelle. Und hier rechts geht es zum Jumbo Center. Und hier war früher der einzige Laden, in dem es CD gab zu kaufen. Richtige CDs noch, also wie man sie kennt. Und da ist man natürlich hingefahren, wenn es irgendwas Neues gab. Hier irgendwo links oder rechts, Edificio Europlaya. Ja, und da vorne ist schon der Kreisel vom Don Miguel. Und auf der rechten Seite hier das Danubio. Nein, nicht Danubio. Roque Nublo, sowas. Und für Freunde der skandinavischen Tanzmusik, Playa del Sol, da ist in den Wintermonaten immer richtig was los mit Künstlern, die die Skandinavier dann auch gut kennen. Das heißt Entertainment, Unterhaltung in Playa del Sol. Das war das Hotel, was die ersten Langzeiturlauber hatten. Die digitalen Nomaden, wie man sie bezeichnet hat. So, und hier war früher auch richtig was los. Da ist nichts mehr. Doch ein Lokal noch. Benny Hills, das war eine Institution früher. Könnt ihr euch daran erinnern? Live-Musik jeden Abend im Benny Hills. Hier unten. Man hört aber immer noch Klänge. So, El Duke. Und ich kann euch sagen, das schaut. Hola. Das schaut chinesisch aus. El Duke. So, hier Servatours, Don Miguel, Apartamentos Tanife auf der linken Seite. Hier, Grüße gehen an Helmer nach Berlin. Da vorne das Barbados. Apartamentos Roque Nublo hier auf der rechten Seite. Las Brasas, dieses Restaurant gibt es glaube ich auch schon 35 Jahre. Steakhouse. So, und da kommen die Nachtschwärmer. Nein, nicht die Nachtschwärmer. Die Badegäste, die letzten vom Strand, kommen jetzt gerade. So, einen Abendspaziergang hier durch Playa de Inglés auf dem Weg zum Bingo. Sende ich euch mit einem Tag Zeit versetzt.
Servatus Don Miguel. Ja, drüben auch eine gute Pizzeria war das jedenfalls früher, aber der hat auch einen anderen Namen bekommen. Das ist jetzt nicht mehr der Italiener. Way to Brasserie. Good Taste steht da, gut. Hier ist die Deutsche Bank, die mit der Deutschen Bank nichts zu tun hat. Ja, und hier war ich auch mal essen, im Allende. Und da kommt die Bimmelbahn. Hallo. Da freuen Sie sich. So, und hier haben wir ja das Hotel, was jetzt viele Wochen zu hatte. Und zwar das Rondo. Vielleicht kann ja jemand berichten, der gerade da Gast ist. So, und unser Ziel haben wir fast erreicht. Da ist das Mercurio. Und da geht's rüber auf die andere Straßenseite. Hotel Rondo hier mit einer vernünftigen Glasscheibe. Die ist auch ziemlich sauber. Da sitzen die Gäste im Garten, im Keller. Ist noch ganz schön viel Verkehr jetzt, so um 22 Uhr. Und da drüben, da geht's jetzt hin ins Mercurio, neben der Post, ganz einfach zu finden. Ich zeige euch jetzt den direkten Weg. Entweder parken hier auf der linken Seite oder ihr geht jetzt hier Richtung Gran Chaparral, aber links ist es besser. Ich weiß nicht, ob der Parkplatz noch offen hat, sogar für die Bingo-Besucher. Werden wir auch gleich rauskriegen, ob die Schranke offen ist. So, da vorne ist San Fernando, da ist der Burger King. Es ist kein Wochenende, aber es ist gut was los. So, und hier haben wir auch unser Ziel schon erreicht. Hier direkt neben der Post. Hier ist das Spielcasino Bingo Mercurio. Seit wie vielen Jahren gibt es das schon? Wer weiß das? Ich sag, früher war es im Eugenia Victoria. Und jetzt ist es hier, oder es gab, nein, es gab nur eins. So, und wo wir hier sind, genau vis-à-vis von der Hauptstraße GC 500, Ortseingang von San Fernando von Playa de Ingles. Hier ist die Avenida Tirajana, das Hotel Rondo. Und hier geht's hinein ins Bingo. Das ist dann der nächste Teil. So, und den es interessiert, der schaut sich den zweiten Teil an, Bingo Mercurio. Ich sage jetzt erstmal hasta luego und bis später. Willkommen im Bingo. Wir gehen Bingo spielen. Nein. Wir gehen ein bisschen. Nein, Harry will keinen Lippenstift. Harry will Bingo spielen gehen. So, also, wir haben es ja angekündigt.
Und hier ist eine Glocke. Supermarkt. Hier geht es zum Bingo. Also, wir haben jetzt hier schon mal einen Kredit bekommen, ein Guthaben von 5 Euro, ohne was zu bezahlen. Und jetzt kriegen wir gleich erklärt, um was es hier geht. Und dann darf Kompa. Und dann nichts machen im okay. Moment. Wie viel? Drei. Drei. Eins, zwei, drei. Und dann da drauf. Und dann im Moment nichts machen, wie das ist. Also, ganz automatisch. Gracias. Dankeschön. 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 Also, wir müssen jetzt gar nichts machen. Nee, ich zeige Ihnen jetzt. In zwei, eins, zwei. So. Wenn Sie das jetzt größer wollen, drücken Sie es. Automatisch, so. So, die Zahlen werden angezeigt. Also, das hat mit dem Bingo von früher gar nichts mehr zu tun. Nee, gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr, ne? Da war alles verraucht, da waren die Aschenbecher übergequillt, da waren die Flaschen auf dem Tisch gestanden. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Also elektronische Unterhaltung im Bingo. Also es geht rein ums... Ich hab was, ich hab eine Linie. Ich hab auch 9 Euro. Ja. Nein? Das war? Nein, da hat ein anderer gewonnen. Ah, ein anderer. Okay, gut. Also ich habe nicht gewonnen. Also ich habe immer noch 50 Cent Guthaben. Ja, das ist nichts mehr mit Zeit lassen. Aber man kann gut essen und trinken dabei, wenn man was hätte. Und das Ganze könnt ihr auch hier an der Wand nochmal sehen, da ist es größer. Conny guckt ganz mit offenem Mund. Also mir fehlen noch die 33 und die 64. Eine Nummer, die 64. 64. Zu spät. Gut, können wir nichts machen. Jetzt. Nein, 64. Kann doch nicht sein, ne? Oh, nee. 21, jawohl. So, also das war jetzt Attention. Jetzt muss gehen. Wusste ich doch, dass es irgendwo einen Haken gibt hier. So. Ich spiele jetzt mit 4 Kartons. Und es geht alles automatisch, man muss nichts mehr machen. Ich bin gut dabei. Das geht alles voll automatisch. Also hier geht es nicht ums Spielen, sondern es geht nur ums Gewinnen. Das war aber viel mehr Zeit dazwischen. Also vollautomatisch, wer hätte das gedacht? Hier ist der Überblick für alle Zahlen. Conny, du? Eine Linie. Wer will die Linie, wenn man das Bingo kriegen kann? Also hör auf jetzt. Hat die Conny die Linie gekriegt, ha?
So, also das ist jetzt hier. Geht ganz schön schnell. Conny hat 66 Euro gewonnen. Wir können ausgehen. Was muss ich jetzt machen? Ja, wenn Sie weiterspielen wollen, nehmen Sie so viele Karten, wie Sie wollen. Sonst lassen Sie sich auch bezahlen. Aus? Sie können aber weitermachen. Das bleibt ja bestehen. Das bleibt immer stehen. So, jetzt spiel schon zu Ende. Und so sieht eine Gewinnerin aus. 106,30 Euro. Aber insgesamt waren es 120 Euro. Conny ist hier. Und hier fehlt nur noch einer für eine Linie. Eine für eine Linie. Ich muss mal bei mir aufschauen. Ich schau mal. Bei mir schaut es ganz böse aus. Linja, das war jemand anders. Die ganz schön flotter. So, das war wieder nichts. So, und da fehlt noch ein bisschen Kleingeld. Das ist also der Gewinn, Conny. Die hat jetzt hier den Bingo abgeräumt. Und es gibt Cash. Also keine Kreditkarte. Nein, es gibt Cash. So, also das war's jetzt hier, unser Bingo-Abend. Gracias. Das war unser Bingo-Abend hier im Mercurio. Hasta luego.